Hallihallo und herzlich willkommen zu einer wunderbaren, sehr geschmeidigen Runde Absolver. Auf dieses Spiel habe ich lange gewartet. Ich habe es mir 3 Wochen vorbestellt, also 3 Wochen vorher vorbestellt. Und jetzt ist es endlich da. Juhu! Ja, fangen wir einfach mal gemeinsam an. Ich drücke jetzt mal Enter zum Spielen. Verbindung zum Server wird hergestellt. Na komm schon. Es ist ein Multiplayer. Aber man kann es auch im Singleplayer spielen. Also ohne Internet, im Offline-Modus. Aber irgendwie klappt hier gerade was nicht. Ich hoffe, die haben die Server eine Stauung gemacht, weil sie irgendwas patchen. Na komm schon, los. Und dann muss es online sein. Okay, dann eben nicht. Dann machen wir jetzt einfach mal... Nein, gucken mal ganz kurz in die Optionen. Offline-Modus... Nee. Machen wir mal kurz an. Und jetzt wieder aus. Da ist Verbindung zum Server hergestellt. Nee. Gut, dann sind wahrscheinlich jetzt gerade Serverarbeiten. Machen wir einfach mal ein neues Spiel. Und erstellen uns gemeinsam einen Char. Männlich, weiblich. Ach, wir machen einen männlichen. Die Frisur können wir sogar so lassen. Nur etwas dunkelblau, kastanienbraun, kupferrot. Ach, wir machen schwarz. Schwarz wie meine Seele. Verbessert vor allem Stärke und Vitalität. Hebt die Betäubung durch Angriffe auf. Die verlorene Gesundheit kann zurückgelangt werden. Was gibt's hier noch? Verbessert vor allem die Gewandtheit. Entgehe einem Angriff und verlangsame ihn weit. Nein. Ausgewogener Kampfstil mit einem leichten Schwerpunkt auf Stärke. Blockt den Angriff vollständig und betäubt deinen Gegner. Verbessert vor allem Stärke, Vitalität, die Betäubung. Ach, wir nehmen das hier. Unser Name ist natürlich Blue Man. Cool. Name existiert bereits. Stimmt. Ich habe ja schon mal etwas angefangen ohne euch. Dann nehmen wir Blue Man. Topf. Gut. Nehmen wir den. Berührt.
los, setz die Maske auf, Jim Carrey. So, und da sind wir. Ja, die ganze Grafik, die ganze Landschaft und allem so, das hat so einen kleinen, so einen Comic-Stil, würde ich sagen. Aber, es sieht nicht schlecht aus. Es läuft super duper und ja. Fangen wir einfach an und laufen. Ebenen von Adal. Mittlere Maustaste zum Anvisieren. Hua, hua. Nimm das, Stein. Hua. Okay, gut. Reicht schon. Ein, zwei, drei, ja. Also das ist nur so eine Art Tutorial, ne? Das Spiel wird dann schon noch besser und schöner. Wir müssen ja erstmal reinkommen und alles rausfinden, wie alles geht. Ich spiele mit Maus und Tastatur und in der Spielbeschreibung steht drin, dass der Controller ein Muss sein soll, dass es mit Controller viel, viel einfacher geht, als wie mit Maus und Tastatur. Aber dennoch spiele ich mit Maus und Tastatur, statt mit Controller. So. Hier, das waren die verschiedenen Kampfpositionen, um so anzugreifen. Oder hier von der Seite. Ja. Ihr habt schon verstanden, denke ich. Halten wir mal die Tür auf. Na? So in etwa, ja. Deckung halten. Jetzt werden wir angegriffen. Finde Deckung erlaubt es dir auch, einen Angriff abzubrechen, wenn du sie direkt nach dem Angriff nutzt. So. Ich weiß, das sieht jetzt am Anfang noch etwas langweilig aus und wir machen immer nur ein paar Gegner platt. Aber wie gesagt, Tutorial, wir müssen etwas reinkommen. Und es ist wirklich sehr, 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 sehr einsteigerfreundlich, wenn man sich doch mal ganz kurz die Zeit nimmt und einfach die ganzen Kojoten, die hier reinkommen, einfach mal platt macht. So. Oh, Dark Angel spielt Dead by Daylight. Auch ein schönes Spiel. Finde und besiege Silan. Okay. Suchen wir mal Silan. Ja.
Hallo. So, Stufenaufstieg. Gehen wir mal in das Menü Meditation. Und geben uns mal ein Stärkepunkt. Da seht ihr, es hat sich hier erhöht. Wir könnten jetzt uns auch noch Gewandtheit geben. Da wird unsere Stärke auch stärker, aber nicht allzu viel. So, machen wir das so. Wir können dann später auch noch unsere Fähigkeiten, also unseren Kampfstil, völlig ändern. Aber dazu kommen wir dann. Sidan, ach, da ist er doch, der Sidan. Du gehst schlafen, mein Freund. So, Sidan ist besiegt. Ah, Stufenaufstieg. Super, da gab's ordentlich Punkte. Dann machen wir noch einen Punkt auf die maximale Ausdauer. Machen wir noch einen auf Kondition, auch sehr wichtig. Ausdauer 205. Und machen weiter. Ich bin Talem. Ich werde versuchen, dir auf deinem Weg zu helfen, aber wenn du dich an die Faltung verlierst, kann ich dich nicht retten. Nicht alle, die die Maske tragen, sind deine Feinde. Weißt du, ich werde dich nicht angreifen. Oh, danke schön. Ich mag dich. Wenn du in Sicherheit bist, kannst du dich in die Meditation begeben und mit deinem Kampfdeck üben. Ah. Gut, gehen wir mal in die Meditation. Ach nee, vorher auf die Ausrüstung. Ich habe nämlich ein paar Masken. Ah nee, das hat man schon. Stylen wir uns ein bisschen um. So, wir sehen gleich viel, viel besser aus. Machen wir mal Haar. Hier sehen wir unseren Kampfmove. Können wir jetzt hier noch einen dazu nehmen? Und dann nehmen wir einfach mal. Nehmen wir den noch mit dazu. Der macht ordentlich Schaden. Oder nehmen wir den? Nehmen wir den. Ja, doch. Dann.
Erstes erstmal wieder. So, okay. Übung verlassen. Und weiter geht's. Da waren wir schon. So, und weiter habe ich in meinem letzten Spiel auch nicht gespielt. Weil war schon ein bisschen spät, ich war müde, ich bin alt. Und jetzt geht's einfach mal blind weiter. Okay, die will mich angreifen. Habe ich gleich gemerkt. So. Wir sind anscheinend echt viel, viel besser als alle anderen. Wir sind ein Gott unter den Kämpfern. Ein klares Missionsziel haben wir bislang nicht. Aber mal schauen. Hatte doch noch eine Fähigkeit, dachte ich zumindest. Kaltmethode. Ach Mensch, wo ist es denn? Ich hatte nämlich noch die Fähigkeit, mich selbst zu heilen. Sprich, wenn ich da die Taste 3 gedrückt habe und Schaden erlitten hatte zuvor, hätte ich mich selbst heilen können. Und das suche ich jetzt. Oh, das ist noch nicht frei. Aber das hatte ich ja. Ich habe dieselben Einstellungen vorgenommen wie beim letzten Mal. Das verstehe ich gerade nicht. Naja, egal. Ich möchte mich jetzt nicht die ganze Zeit hier in diesem Modus aufhalten. Jetzt ist mein Mauszeiger weg.
Ah, da ist er wieder. Gehen wir einfach mal weiter. Hallo. Schreibst du mich an oder reden wir? Um ein Absolver zu werden, musst du zeigen, dass du würdig bist, indem du Ryzen in den. Ach, das ist viel zu schnell! Mensch! Aber vorher musst du den Choreus bezwingen können. Bruder. Gut, wir müssen jemanden bezwingen. So wie sechs gezeichnet. Dann öffnet sich ein Steintor zum. Okay. Genauso wie mit Sidan am Anfang. Dieser Leitstein zeigt dir deine verbleibende Ziele. Okay. Ja. Gut, war's das. Jetzt hat es eben mal kurz geruckelt, warum auch immer. Diese Schatteneffekte. Turm von Adal. Okay, hier geht es nicht weiter. Nope. Hätte mir das doch noch mal etwas besser durchlesen sollen, nicht so überfliegen sollen. Denn ich weiß gerade nicht, wohin ich gehe. Okay, also wenn das Video mehrere Dislikes hat, ich kann es verstehen. Ich kann es verstehen. Also hatet mich! Hallo? Oh, hey! Nein, hör auf, ich hab dir gar nichts getan. Okay. Da lässt es ganz schön alles hin. Ah, jetzt habe ich mich geheilt. Das war die Taste 1. Aber dass der Multiplayer gerade nicht geht, das verstört mich. Weil dann würde das noch viel mehr Spaß machen. Können wir hier rein? Nee, können wir nicht. Schade.
Oh, wir haben eine alte Hose gefunden. Sehr schön. Ausrüstung. Höschen. Und die Stoffe. Wir lassen trotzdem die hier an. Ich finde die besser. Ist ja gar nichts los. Hallo! Zivilisation! Hallo! Gut. Aber es wäre dann langsam mal zu schön, wenn jetzt wirklich mal der Multiplayer wieder funktionieren würde. Denn ich habe keine 30 Euro für umsonst ausgegeben. Oh, können wir hier runter? Oh, oh, oh. Nein! Das war so heftig. Du wurdest besiegt, ja, ja. Oh, eine Errungenschaft. Mensch, lass mich. Nein, nein, nein. Ach, diese Lümmel. Gut, aber da wir jetzt schon bei der 29. Minute sind, dann werde ich jetzt mal Adieu sagen müssen, denn wie ihr wisst, meine Videos gehen für gewöhnlich 30 Minuten. Und ja, ich sage mal deswegen Adieu oder Bye Bye. Wenn euch das Video, wie gesagt, noch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Oder gebt mein Abo, wie ihr möchtet. Ihr müsst nicht, ihr könnt. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bye Bye.